Schnelles Erstellen von Räumen per Mausklick. Es können gerade sowie runde Wände durch Maßeingabe erzeugt werden. Im übersichtlichen Menü wählen Sie die nächsten Planungsschritte aus. Nun können Sie Fenster und Türen frei oder durch Maßangabe erstellen und positionieren. Es kann jederzeit aus verschiedenen Fenster- und Türmodellen die Optik der Planung angepasst werden. Wände, Fenster und Türen können individuell an das Naturmaß angepasst werden. Diese Veränderungen werden durch die Zielpunkte auf einfachste Art ermöglicht. Im Nachhinein können jederzeit Zwischenmauern aus verschiedensten Materialien erzeugt werden. Bei uns können Sie auch im 3D-Bereich die verschiedenen Planungselemente maßlich und optisch abändern. Es können hier auch mehrere Elemente ausgewählt und gleichzeitig abgeändert werden. Individuelle Änderungen werden gleich in Echtzeit abgebildet. Mittels Klicken und Ziehen in der Zeichnung können Sie die Größe und Position der Elemente verändern. Durch Anklicken der einzelnen Bauteile werden diese automatisch stumpf oder auf Gärung miteinander verschnitten. Werkzeuge für individuelle und schnelle Konstruktionsänderungen komplettieren die Planungsdaten für die Produktion. Ihre Daten können auch manuell abgeändert werden. Hierzu können Sie die Befehle verwenden, die Sie aus AutoCAD kennen, wie zum Beispiel Strecken, Stutzen oder Spiegeln. Sie können sämtliche Bauteile jederzeit in all ihren Eigenschaften verändern.
Diese Änderungen sind auch bei allen anderen Objekten möglich. Automatische Generierung von Schnitten und Details aus der Konstruktionszeichnung. Kopieren der einzelnen Schnittebenen. Sämtliche Anpassungen werden am gesamten Plan in Echtzeit aktualisiert. Automatisches oder manuelles Setzen von Beschlägen und Korpusverbindungen über die Datenbank. Nachträgliche Änderungen des Verbindungsvorschlags sind jederzeit möglich. Lamelloclamex, Tensor und Divario sind vollwertig im System integriert. Die Verschneidefunktion für Shifterschnitte ist in allen Winkeln verfügbar. Organisationswerkzeug für die Stücklistenstruktur. Automatisierte Erstellung aller CNC-Programme aus der Konstruktionszeichnung unter Berücksichtigung des Materials.